als letzter Redner. Diskutiert über Produkte von Fälschungen, die in den europäischen Markt eingeführt werden. Wie Sie wissen, geht ein weiterer gewichtiger Gefahrenfaktor von aus Drittländern importierten Verbrauchsgütern aus, die europäische Sicherheitsstandards nicht erfüllen. Mit welchen konkreten Maßnahmen gedenken Sie, die europäische Koordinierung der nationalen Zollbehörden und Marktüberwachungen weiter zu verbessern, um den Eintritt gefährlicher Produkte in den Binnenmarkt zu verhindern? Besteht in einem einheitlichen Binnenmarkt nicht auch die Notwendigkeit einer europäischen Marktüberwachung bzw. der Lastenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten, deren Überwachungsbehörden in unterschiedlichem Maße gefordert sind? Ich möchte es an einem Beispiel machen. Wenn die Produkte in den Seehäfen, beispielsweise Rotterdam, Hamburg oder Genua hereinkommen, dann sind sie auf dem Binnenmarkt. Da entstehen natürlich Belastungen für die Staaten, die das überwachen müssen, die aber allen zugutekommen. Herr designierter Kommissar. Der modernisierte Zollkodex bietet eine gute Gelegenheit, da beträchtliche Fortschritte zu erzielen. Ein zentralisiertes Clearing-System wird zurzeit ja auch entwickelt. Und ich denke, dass dies in gewisser Weise schon eine kleine Revolution darstellt. Wenn das System zur Anwendung kommt, dann muss der Händler also nicht erstmal rumreisen müssen mit der Ware, sondern er kann dann alle Unterlagen bei der einheimischen Zollstelle vorlegen. Also es muss hier natürlich auch zu einer Art Abgleich kommen zwischen den verschiedenen Bereichen, also zwischen Zollbereiche und Steuerbereiche, sodass der Händler wirklich eine Anlaufstelle hat, nämlich die zuständige Behörde im eigenen Lande. Aber ein solches Projekt setzt wirklich große Anstrengungen in puncto Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten voraus. Und das bei der Umsetzung, aber auch bei der Überwachung, dem Monitoring, bei der Kontrolle. Um die beiden Bereiche oder verschiedene Bereiche, nicht nur den Zollbereich, sondern auch andere Bereiche miteinander zu koordinieren. Systeme der Überwachung, beispielsweise in Deutschland sind die einzelnen Bundesländer zuständig für die Überwachung. In anderen Ländern wird es zentral geregelt. Die Marktüberwachung ist sehr unterschiedlich. Es gibt dort noch Schwächen. Was wollen Sie tun, um dort zu einer Verbesserung in den einzelnen Ländern zur Marktüberwachung beizutragen? Well, of course. Ja, wir können natürlich von der Kommission der Union aus nicht eingreifen auf der Ebene des einzelnen Mitgliedstaates. Jeder Mitgliedstaat ist frei in der Einrichtung der Systeme, die er für geeignet hält. Unser Ziel ist es nur, trotz all dieser Unterschiede zwischen den Systemen eine gute Koordinierung zu gewährleisten und entsprechende Entwicklungen im IT-Bereich, in der Informationstechnologie, sind ein ganz wichtiges Instrument, um eine solche Koordinierung zwischen den Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten möglich zu machen. Man
kann natürlich auch an gemeinsame Zollstellen oder sowas denken, aber das ist vielleicht etwas eher für